Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster hier bei Heisenberg Zockt. Ja, sieht ein bisschen mehr aus wie Raumschiff Enterprise, ist aber tatsächlich Planet Coaster. So, da ist eine Go-Kart-Bahn drin, die wollen wir jetzt natürlich sehen, aber wir müssen hier nochmal kurz basteln. Denn wir kommen mit dem Ausgang mal wieder nicht raus, weil wir hier irgendwie so einen Bogen machen. Allerdings, das geht gar nicht anders, außer mit diesem Bogen. Also wir schauen mal. Wege, Warteschlange, einmal weg. Und dann irgendwie gerade raus. Man sieht halt auch nichts. Alles ist im Weg. So, du kommst auch weg. Jetzt irgendwie so rüber vielleicht und dann rein. Jetzt mal gucken, kommen wir da raus. Moment, das ist noch nicht vollendet. Jetzt passt's wieder. Normale Wege. Wir haben uns, glaube ich, für das hier entschieden. Ja, jetzt geht's. Okay, dann geht's auch zum Rauskommen. Gut, haben wir ja relativ schnell hingekriegt. Hier raus... Und dann schauen wir mal. Ja, auch, ich würde sagen, parallel eigentlich runterziehen das Ganze. So, hier ein bisschen abwärts. Okay. Nein, da möchten wir noch. Nein, 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 das wollte ich genau nicht. Rückgängig. So, so einen Knopf hätte ich mir bei Tränenfieber und Transportfieber auch schon gewünscht. So, das geht nicht, das sieht man. Wir müssen mal, ja, Winkelausrichtung haben wir eigentlich weg. Da müssen wir ein bisschen zurück. Müssen hier ein bisschen eine Kurve machen. Er kommt nicht ganz klar, weil darunter schon Weg ist. Dann möchte er immer darum basteln. Ich möchte aber definitiv hier oben basteln. So, dann geht's nicht. So geht's. Aber dann gehen wir wieder rauf. Das möchte ich nicht. Nehmen wir es wieder weg. Das hier so, genau. Und jetzt ein bisschen runter. Jawohl. Und schon funktioniert's nämlich. Jetzt hier runter. Das darf ruhig ein bisschen mehr noch runtergehen. Moment. Machen wir nochmal. So, mit einer Treppe. Und dann irgendwie hier wieder weg. Und jetzt hier so rüber geschwungen. Genau. Und dann nach ähnlichem System wieder Eingang. Würde das dann da wieder in den Weg reingehen. So. So. Und dann diesen hier. Können wir hier verbinden? Jawohl. Gut. Passt. Ja, ist wieder irgendwie eine interessante Konstruktion. Aber man kommt rein. Man kann damit fahren. Also Eingang haben wir. Ausgang haben wir. Eingang mit Weg verbinden haben wir auch. Aha, kann nicht geöffnet werden, da die Checkliste unvollständig ist. Eingang mit Weg verbinden haben wir doch. Oder fehlt hier oben irgendwo ein Stückchen? Wir gehen nochmal gucken. Das ist der Kollege Eingang. Das ist der Weg. Der geht hier runter. Der geht hier runter. Oh, haben wir das noch gar nicht vollendet? Ich dachte, das hätten wir. Aber ja, falsch gedacht. Dann nehmen wir nochmal die Warteschlange. Ich habe doch allen Ernstes schon wieder keinen Plan mehr. Doch, das Ding war's. Gut, dann nehmen wir das. Machen das mal. Zack, so hin. Und schon funktioniert's. Schon können wir öffnen und einsteigen. Jetzt dauert's aber wahrscheinlich wieder ein Momentchen, da wir nicht testen, sondern die Bahn direkt starten. Ja, jetzt müssen wir wieder warten, bis Leute kommen. Sonst fahren da die Fahrzeuge natürlich nicht. Und das kann dauern. Haben wir denn noch ein paar Leute? Ich muss mal gucken. Ist der Park offen? Ja, wir haben hier ja eben immer wieder Probleme, dass viel zu viele Leute reinkommen. Das sieht schon aus hier inzwischen. Mit dieser anderen Go-Kart-Bahn, die hier quer durchs Zeug durchgeht. Heiliges bisschen. Gut. Ja, ist schade. Ich würde extrem gerne mitfahren. Aber wir müssen tatsächlich warten, bis die ersten Leute kommen. Wir müssen das Ding sozusagen im Auge behalten. Und sobald wir sehen, dass hier Leute drauf sind, hier, werden wir da entsprechend dann einsteigen. Fürs Erste machen wir es mal zu. Zwingen, dass sie fahren, kann man sie wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht wie. Wir müssen tatsächlich warten. Aber es ist schon von außen, ist das ja sensationell. Mach mal ein Spiel, das so aussieht. Ja, Star Citizen, wenn es dann irgendwann fertig wird. Ist zwar ein anderes Thema, aber ich kann mich erinnern, 2000, wann war das? 11? Der erste Trailer zu Star Citizen. Hammer, völlig genial. Ich war völlig angefixt, was das Spiel anging. Und ja, jetzt haben wir 2017. Das Spiel ist immer noch nicht fertig. Ich weiß, es dauert ein Momentchen, sowas zu programmieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir dauert es zu lang. Also ich habe inzwischen leider das Interesse ziemlich verloren. Mal gucken, Squadron 32 heißt das, glaube ich. Der Einzelspieler von Star Citizen. Mal gucken, ob der was taugt. Ich nehme es mal schwerst an. Und wenn ich dann dazu Trailer sehe, dann werde ich wahrscheinlich eh gleich wieder begeistert sein. Ich kenne mich doch. Gut, hätten wir. Aber ja, jetzt müssen wir halt einfach warten. Läuft das Spiel? Ich muss mal schnell gucken, sonst warten wir natürlich.
Nee, das kann nicht funktionieren, wenn wir natürlich hier im Off sind. Also im Pausenmodus, dann kommen da auch keine Leute rein, hier oben. Vor allem läuft dann das Ding sowieso nicht. Ich kann ja nochmal schnell gucken. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt mitfahren können, weil immer noch keiner da ist. Dann werden die auch nicht fahren. Oh, aber irgendwas höre ich. Also irgendwas tut sich. Moment, wenn wir dann vielleicht mal irgendwie reinkommen. Nochmal runter. Ja, nee, die stehen. Das sieht man hier. Oh, cool, die Roboter. Die sind am Arbeiten. Sehr nett. Aber sonst passiert hier halt noch nicht viel. Eben, der Kollege, der wartet auf Kundschaft. Die Fahrzeuge werden hergerichtet und die Kundschaft fehlt noch. Sollen wir hier vielleicht noch irgendwas hinstellen, um ein paar Leute hinzulocken? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Sie schreien ja immer, sie hätten Durst. Oh, ach, Moment. Das möchte ich mir dann aber doch schnell ansehen. Wo? Toilettenblock. Toilettenblock. Hier sind ganz viele nicht zu erreichen. Da haben wir wahrscheinlich überall irgendwelche Sachen vergessen. Aber mein Gott, dann haben wir das halt. Wo ist denn hier ein Toilettenblock versteckt? Wenn wir hier unten... Ach, hier hinten, okay. Ja, das muss man auch erstmal wissen. Das ist das Ding, wo wir ja mit dem Ausgang, glaube ich, auch nicht gefunden haben. So richtig. Ja, aber ich mache jetzt hier nicht noch einen Toilettenblock hin. Das dauert mir zu lang, ist wieder ein Gebastel. Ich möchte neue Bahn sehen, weitere Attraktionen. Und nachher möchte ich dann mal irgendwann hier durch den Park durchlaufen und nochmal mit ein paar Bahnen fahren. Und dann werde ich auch den Nachtmodus nochmal vernünftig laufen lassen, dass wir das mal wirklich auch bei Dunkelheit hier entsprechend sehen. Viele Gäste haben Hunger. Das war doch eigentlich genau das, was ich machen wollte, bevor ich abgelenkt wurde. Wo ist unsere neue Bahn? Hier hinten. Dann machen wir hier doch irgendwas hin, wo sie auch ein bisschen was zu futtern kriegen. Ein Restaurant, irgend sowas. Wir gucken mal. Getränkestand, was haben wir hier alles? Es lädt, lädt, lädt. Na, mehrere Verkäufer haben natürlich mal wieder gekündigt. Warum lädt es denn hier nicht? Moment. Gehen wir hier mal gucken. Jetzt lädt's. Information. Nö, just a moment. Was machst du? Wenn wir dich hier mal so schnappen. Wir machen mal so ein Just Momento hin. Schaden kann es nicht. Wenn es nichts bringt, dann ist es wenigstens nicht im Weg. So, machen wir mal einen Moment. Zack. Machen wir mal so. Geht auf und... Was haben wir hier? Just a Momento. Das sind... Was sind das? Kollege, was verkaufst du? Sag mal. Schwierig zu sagen. Wir haben welche Tüten mit Sachen drin. Okay, er hat aber ein schönes Radioprogramm, das ist ja auch nicht schlecht. Aber wir wollten eigentlich, das sind Hüte. Hier, Gulpi Energy. Gulpi Energy, das ist irgendwas zu trinken. Mal drehen, Moment. Dreh dich. Dreht sich nicht. Warum drehst du dich nicht? War eigentlich die richtige Taste. Möchte nicht. Das ist immer wieder zusammengehängt hier mit dem Kollegen. Und dann dreht das wieder nicht, wie es soll. Aha, so geht's. Ne, so geht's rauf und runter. Hallo, ich möchte das einfach drehen. Oh, manchmal echt. Ich drücke die Drehen-Taste und es dreht nicht. Hier, Y. Dreht aber trotzdem nicht. Das möchte in die andere Richtung gucken. Wisst ihr was, dann machen wir das anders. Wer nicht will, der hat schon. Mal gucken, wie siehst du aus. Oder beziehungsweise, ja, geht auch nicht. Geht auch nur rauf, runter. Und wenn ich hier Y, kann ich nicht drehen. Gut, wer sich nicht drehen lässt, der hat in unserem Park auch nichts verloren. Hier mal raufgehen. Keine Objekte. Ach so, ich habe das hier noch markiert. Beziehungsweise noch drin. Deswegen hat er nichts gefunden. Alles klar. Sind das hier die Burgerstände? Tatsächlich. Dann hätte ich aber doch gerne mal hier nochmal geguckt. Haben wir halt mehr oder weniger natürlich alles schon. Haunted Menschen. Haben wir die auch schon? Oh, das ist wieder ein ziemliches Gerät. Ja, das kann gut sein. Eben, Staffel 1, Staffel 2, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber irgendwo haben wir das wahrscheinlich tatsächlich auch schon hingestellt. Und das riecht schon wieder danach, dass das irgendwelche Ein- und Ausgänge braucht. Dieses gute Stück. Ja, haben wir schon. Kann ich mich erinnern hier mit diesen Rauchdingern. Gut, dann lassen wir das mal. Hier den Fruit-Stand haben wir eigentlich auch schon, aber der passt hier eigentlich so gut hin, dass wir den mal nochmal verwenden. Mal ordentlich runtergehen. Der wäre natürlich auch gedacht für irgendwo in ebenes Gelände, aber wir haben hier kein ebenes Gelände. Deswegen machen wir den mal so hier hin, nochmal ein bisschen runter, damit der Würfel da noch verschwindet.
Zack, und dann kommst du hier hin. Es geht ja wirklich nur darum eben, dass hier wirklich Leute angelockt werden. Gut, kann man so lassen. Jetzt möchte ich aber doch nochmal kurz zur Parkverwaltung. Zum Personal. Beziehungsweise, wo war das? Irgendwo war doch hier eine Liste. Wo man sieht, wer noch arbeitet und wer nicht. Nee, hier oben. Wo war das denn? Hier war das? Frei beweglich? Nein. Nein. Verkäufer. Platzzuweisung. Attraktionen und Läden. Ich glaube, ich nähere mich an. Hier, technisches Problem. Achso, das sind dann eben die Läden. Wir bräuchten aber eigentlich das Personal. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Gibt's ja nicht. Jetzt finde ich nicht mehr raus, wo man rausfindet, wo das Personal ist. Es gibt nichts, das es nicht gibt. Hier, das müsste doch hier sein. Alice in Wonderland. Geschlossen. Lightning Riders. Warum bist du geschlossen? Man kommt hier vom 100. ins 1000. Nicht geöffnet. Kann ich mal gucken gehen? Wenn ich dich anklicke? Nein, geht nicht. Wenn ich hier klicke? Ach, okay. Ist das hier das Teil? Das ist doch offen. Das haben wir doch eigentlich geöffnet. Oder ist das hier zu? Ach, hier haben wir ja auch noch Ausgänge vermisst. Aber hier fahren sie. Das ist eigentlich kein Ding. Wir gehen mal gucken. Bist du tatsächlich geschlossen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da müssen wir nochmal hier rein, damit wir gucken können. Oh, und wieder oben drüber. Ich höre die Robbys schon wieder. Ich klicke hier mal so eine Karre an. Mal gucken, was passiert. Nein, dann haben wir da ein Rechteck. Das möchte ich ja nicht wirklich haben. Sondern eigentlich hier gucken, was die Bahn für einen Status hat. Oh, es ist ein Gefrickel. Nein, Raumschiffantrieb wollte ich auch nicht. Wenn ich vielleicht hier die Straße anklicke. Aha, doch, ist eigentlich offen. Irgendwas ist zu. Naja gut, dann ist es halt zu. Und wir haben ein paar... Aber das mit den Verkäufern, das finde ich jetzt ganz interessant. Warum ich das hier gerade nicht gebacken kriege? Wo war denn diese Liste? Reinigung, Verkäufer? Nee, das müsste doch bei Personal gewesen sein. Sicherheitsverwaltung. Die interessiert uns auch gar nicht. Haben Sie hier irgendwas geändert oder ja, habe ich wieder zu viel gespielt heute? Ich habe x Folgen Transportfieber noch aufgenommen, aber das sollte eigentlich normalerweise kein großes Problem sein. Ich finde die nicht. Gäste? Nee, Attraktionen und Läden. Ah, okay, jetzt habe ich sie tatsächlich doch noch gefunden. Also geschlossen. Ja, da ist eigentlich einiges geschlossen. Jetzt schreit wieder alles in mir drin nach dem einen Knopf, der hier alle auf- oder zumacht. So. Zack, zack. Ist einfach nicht wirklich spannend, das Ganze, wenn man das so von Hand machen muss. So, hier mal runterscrollen. Oh Gott, sind da alle. Da sind alle zu. Und irgendwie mal kurz pausen. Drehen, weil ich merke sogar hier beim Auf- und Zumachen, beziehungsweise eben beim Aufmachen, dass das nicht ganz so performancefreundlich ist. So, hier noch. Ah, das... eher kein Knopf gibt. Es ist wirklich sensationell. Das Spiel ist so gut durchdacht und man kann so viel machen damit. Aber solche einfachen Sachen, die sind dann so umständlich. Das war auch mal ein Kritikpunkt. Nicht mal das Umständliche, aber halt das ganze Wirtschaftssystem. Dass das extrem schade ist, dass man halt wirtschaftlich, ja, das, es macht einfach keinen großen Sinn, hier einen Park nach wirtschaftlichen Kriterien zu führen. Es macht mehr Spaß, hier wirklich das Ganze so zu spielen, wie wir es halt wahrscheinlich, also wie wir es halt spielen, nicht wie wir es wahrscheinlich spielen, sondern wie wir es spielen. Nämlich, dass man einfach die Attraktion hinstellt und Freude an diesen Attraktionen hat und Freude daran hat, wie der Park dann aussieht. Aber was das Ganze angeht mit der Verwaltung und so, da, ja, das haben sie halt einfach noch nicht wirklich. Oder was heißt noch nicht, das haben sie ein bisschen zu wenig durchdacht wahrscheinlich. Aber dafür haben sie eine Hammergrafik. Wenn ich jetzt hier mal wieder gucke, wie schön das einfach aussieht, das ist halt wirklich genau ein Park, wie man sich den vorstellt. Und nicht mal, weil wir den jetzt so toll gebaut haben, sondern weil er einfach extrem gut aussieht von der Grafik her. Ganz klar. Gut, wir hätten nochmal eine Bahn. Oder haben wir was vergessen? Ja, im Prinzip hier oben halt. Dass hier noch keine Leute sind. Das haben wir aber nicht vergessen. Das ist halt einfach, wir können damit nicht fahren, wenn keine Leute kommen. Gut, ich mache trotzdem nochmal Pause. Läuft einfach 10.000 Mal flüssiger, wie wenn da die Leute auch noch berechnet werden müssen. Wir haben noch eine Achterbahn. Jetzt muss ich mal gucken. Sci-Fi. Also so heißt das Teil sogar. Das wäre dann diesen hier.
Sci-Fi-Gulpi wäre das. Da haben wir es doch. Gulpi Boomerang, so heißen doch hier auch die Getränke. Wie groß bist du? Na? Mal gucken, was da dahergezaubert kommt. Da oben ist das Teil, kann das sein? Wo stellst du das hin, liebes Spiel? Ich möchte es nicht da oben haben, ich möchte es hier unten haben. Ich glaube, das ist dermaßen... Ja, ich wollte gerade sagen, dermaßen groß ist es auch, dass es halt entsprechend Platz braucht. Das ist aber von der Form her eigentlich etwas, was wir relativ cool hier oben noch hinstellen könnten. Hier ist wieder der Park fertig. Das sieht man, da ist die Grenze. Hier bringen wir es nicht dazwischen. Und hier oben ist tatsächlich noch ein Gleis im Weg. Und über diese Bahn rüber kommen wir nicht. Hier geht es wieder so runter. Das bringt auch nicht wirklich viel. Was haben wir denn hier hinten noch? Könnten wir hier vielleicht? Ne, da ist Parkgrenze. Geht auch nicht. Hier unten ist auch Parkgrenze. Ah, so wird es tatsächlich noch hingehen. Obwohl wir da ein bisschen über der Parkgrenze drüber sind. Da müsste man aber aufs Gleis noch achten. Und so kommen wir natürlich in die Go-Kart-Bahn rein. Ne, da machen wir das Gleis zu hier unten. Da sieht man, da ist noch ein Gleis. Okay, geht nicht. Irgendwo werden wir eine Stelle finden. Zum Beispiel hier. Was würde das Spiel dazu meinen, wenn wir das hier hinstellen? So wären wir hinten auf dem Weg und vorne sind wir in der Monorail drin. Geht auch nicht. Was haben wir hier noch an Platz? Hier oben zum Beispiel. Wenn wir dich drehen. Zum Beispiel so. Das würde gehen, aber er hängt dann da wieder über die Klippe. Das ist irgendwie halt auch wieder doof. Und hier ist wieder die Monorail. Und wenn wir es so drehen, nee, geht auch nicht. Gut. Hier dazwischen. Irgendwo werden wir dich verstauen können. Da bin ich sehr zuversichtlich. So, wenn wir es so machen, dann hängen wir vorne mal nicht drin. Also auf der Monorail und hinten glaube ich auch nicht. Jetzt ein bisschen runter. Mit dem guten Stück. Naja, dann können wir es nicht mehr bauen. Jetzt haben wir tatsächlich wieder irgendwie eine Kollision. Halt, jetzt hätte es, glaube ich, gerade geklappt. Nochmal rauf. Ja, so wird es gehen. Jetzt ist die Frage, wo kollidieren wir? Eigentlich nirgends. Wenn wir es so hier hinstellen, das funktioniert. Das machen wir auch. Wenn wir jetzt irgendwie noch Terraforming betreiben müssen, dann machen wir das. Aber wenn wir so gucken, Energy, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Hier ist es dann ein bisschen versunken. Hier das Gegenteil. Hier fliegt es ein bisschen. Das sind aber kleine Sachen. Okay, Soda. Jawohl, was zu trinken. Ich merke auch gerade, ich krieg Durst. Und aussehen tut das natürlich schon auch cool. Hier geht es irgendwie fürchterlich in die Höhe, wenn man das so sieht. Ja, sollen wir mal einen Eingang platzieren? Ich würde sagen, ja, machen wir mal. Jetzt, ja, wir sind wieder bei Kollege Gretchen Frage. Oh, Glück gehabt, hier oben. Oder haben wir da schon einen? Da haben wir schon einen. Eingang platzieren können wir hier also wieder vergessen. Da wir schon einen haben, es heißt den Weg hinpacken. Bevor ich jetzt hier aber irgendwas irgendwo hinpacke, möchte ich schnell gucken, wo... Aha, hier rüber, hier runter und dann hier nach vorne. Okay. Und dann hier raus, würde ich sagen. Oder hier. Nee, das ist dann wahrscheinlich für den Ausgang. Da müsste man je nachdem noch ein bisschen graben. Wir machen hier mal den Ausgang hin. Den Eingang hin. Moment. Winkelausrichtung. Oh. So, zurück. Runter und nochmal mit neuem Schwung. Zack. Dann hier lang. Winkelausrichtung haben wir. So, jetzt. Ja, das ist gar nicht schlecht. Dürfte noch eine Spur breiter sein, das Ganze. Aber das passt so auch. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier runter? Ich würde mal auf gebogenes Gefälle tippen. Oder müssen wir überhaupt? Eigentlich müssen wir nicht runter, wenn man es genau nimmt. Länge haben wir die minimale. Machen wir das mal so, so um die Kurve rum. So, und so wieder zurück. Und bleiben wir auf der Höhe. Wir müssen da nicht auf den Grund runter. Da besteht eigentlich gar kein Anlass zu. So. Ja, hier auch noch. Ja, Moment. Genau so. Jetzt um eine Kurve. Und dann kommen wir hier raus. Machen wir hier mal aus, damit wir das halbwegs gerade ausrichten können. So, und ich ahne schon, dass wir wieder unserem Ausgang irgendwie im Weg sind. So, dann sind wir hier unten und haben nirgends einen Weg. Das ist hier alles in die Luft gebaut. Aha, Bahnhof Monorail. Hier unten haben wir einen Weg. Da müssten wir hier unten durch und dahin. Mal gucken, ob wir das können. Dann haben wir hier einen relativ langen Warteschlangenbereich. Ja, drehen.
hier zwischendurch. Mal gucken, da wird wahrscheinlich sogar der Pfeiler versetzt, zur Not. Okay, hier lang, hier lang. Nee, da oben ganz sicher nicht. Was macht das Spiel? Wer möchte denn hier oben Eingang haben? Wir sicher nicht. Sondern muss ich jetzt hier eine Kurve machen, damit tatsächlich, sonst wird hier oben gebaut. Oder Moment, ich muss mal den Winkel ändern. Dann geht's. Gut, jetzt haben wir hier aber so eine hässliche Öffnung. Das möchte ich dann auch nicht haben. Deswegen nehmen wir hier mal nochmal den Rückgängig-Button. Ändern den Winkel. Und jetzt müsste eigentlich funktionieren, dass die da oben ihre Ruhe haben. So, hier in die Richtung, dem Gleis entlang. Ja, da können wir sowieso nicht ins Gleis rein. Das geht nicht. Das Gleis ist auch ein bisschen erhöht. So, mal gucken, ob wir hier unten übers Gleis rüberkommen. Sonst machen wir hier eine Brücke. Nein, wir kommen hier nicht durch. Das geht nicht. Komme ich hier unten durch? Ne, geht auch nicht. Dann gehen wir doch einfach übers Gleis rüber. Wenn wir hier gucken, dann können wir da hinten irgendwie rein. Wir könnten ja das Ganze, dass wir nochmal, ja, halt so eine relativ krasse Konstruktion machen, indem wir... Aha, geht nicht. Ich bräuchte mein gebogenes Gefälle. So, in die Richtung. Gebogenes Gefälle wieder aus. Und hier wieder runter. Und dann wieder im Prinzip, ja, jetzt wieder halt gebogenes Gefälle. Anders geht's nicht. Also so. Jetzt aber nicht in die Höhe, sondern so rüber. Na, nicht da unten basteln. Nein, nein, nein. Wir wollen hier oben bleiben. So, hier rüber. Und dafür, dass das dann einfach eine Warteschlange ist, ist es dann doch relativ krass, finde ich. So, so runter und hier wieder biegen und dann irgendwie da in den Weg rein. Geht nicht? Geht nicht. Möchte so nicht. Gut, müssen wir es anders machen. Gehen wir hier so runter. Ja, geht auch nicht. Gehen wir wieder ein bisschen zurück. Machen eine freche Wendeltreppe. Zack, und hier kommen wir rein. Okay, für eine Warteschlange nicht schlecht. Schön krumm, wie wir das sowieso jedes Mal haben. Und ja, aber funktional. Gut, Ausgang. Wo ist jetzt das Ding hingekommen? Ja, brauchen wir gar nicht. Wir können ja einfach zu den Wegen gehen. Gehen hier zu den normalen. Nehmen uns das hier. Und ja, da kommen wir wieder nicht dran vorbei. Wenn wir Pech haben. In die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Hier, so geht's nicht. Bringt das was? Ja, das bringt durchaus was. Dann wären wir hier. Oh, da haben wir noch einen Gulpi. Der möchte auch noch irgendwie ran. An den Weg. Da haben wir irgendwie, das ist ein Personaleingang. Das ist okay. Also das funktioniert nicht, wenn wir es nicht weiter rüber bauen. Dann müssen wir hier raus. Aber das können wir eigentlich. Wir können doch hier eigentlich rüber. Genau. Hier rüber. Ganz frech. Mitten übers Kunstwerk rüber, hier runter. Und dann, ja, wir müssen wahrscheinlich auch nach da hinten. Oder hier. Auf die Höhe? Auf diese Höhe? Nee, das ist irgendwie komisch. Parallel hier zu diesem Weg und auch nach da vorne. Es hilft nichts. Wir müssen das tatsächlich so machen. So, hier zurück. Dann hier ein bisschen in die Höhe. Na, möchte er nicht. Okay, Gelände zu steil. Ja, kein Ding, dann geh in die Höhe. Aber rauf! Jawohl! Jetzt hat's geklappt. Vielleicht hier sogar noch rüber. Das gibt wieder eine Konstruktion. Das ist wieder ein bisschen wie Eisenbahn bauen. Schienen verlegen. So, Moment. Ah! Nee. Aus mit gebogenem Gefälle. Und dann hier so. Entlang. Runter. Okay. Nochmal runter. Nein, jetzt fängt er schon wieder an, dass er hier oben was machen möchte. Ich möchte nur hier unten. Und das geht nicht. Okay, wir gehen rüber. Wir machen das anders. Nochmal löschen. Hier nochmal das Gebogene ran. Dann können wir hier gebogen rüber. Denkst du? Und wenn wir in der Höhe bleiben, dann geht's. Genau das wollte ich. So. Wieder runter. Na. Jawohl. Genau, so gebogen. Und hier lang. Und jetzt unten in den Weg rein. So, wo haben wir den Weg? Ja, einfach alles geradeaus. Aber nicht so krumm. So, zurück. Winkelausrichtung aus. Das Ganze ein bisschen ausrichten. Winkelausrichtung an. Dann machen wir die Länge mal noch ein bisschen. So, halt den Knubbel da wollen wir wieder weg haben. Ja, und jetzt ist es relativ schön gerade.
Kommen wir hier unten durch? Wahrscheinlich ja. Nee, tatsächlich doch nicht. Aber hier schön dran gedockt. Oh, das ist ja cool. Guckt euch das mal an. Das wusste ich auch nicht, dass das geht. Das dockt dann irgendwann an. Ach nee, das dockt nicht an. Das ist weiter unten. Das sieht nur so aus. Aber das sieht extrem danach aus, als würde es andocken. Naja, gut. Macht's dann trotzdem nicht. Und jetzt kommen wir hier wahrscheinlich nicht rüber. Nein. Ja, mit dieser Schiene, die ist dann doch. Die ist nicht zu befreien von der Kollision, so wie sie aussieht. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich möchte nicht oben basteln. Liebes Spiel, wenn ich doch unten was mache, möchte ich doch nicht nach da oben. Das nochmal weg. So, jetzt den und jetzt hier in die Höhe. Genau. Ne, geht nicht. Moment. Dass es aber auch immer dann gleich zum nächsten Ding springt. Halt, gebrochenes Gefälle, wieder weg. So, ja, geht nicht. In die Richtung. Ja, jetzt brauche ich wieder das gebogene Gefälle. Es ist ein Hin und Her, unglaublich. Geht nicht. Gut, zurück. So in die Höhe. Boah, eine Himmelstreppe. Nein, das möchte doch auch keiner. Nicht wirklich. Eigentlich ist ein bisschen... Man könnte schon, man kann eigentlich fast alles bauen. Nur ganz einfach geht irgendwie nicht. So, geh runter. Gut, das hätte geklappt. Und jetzt hier rein. Jawohl, das macht er sogar. Mach. Mach nochmal. Hast doch gerade... Das ist so ein Millimeter. Zack, jetzt. Puh. Hat geklappt. Ja, aber das ist natürlich... irgendwie... Nein. Moment. Machen wir nochmal. Ich brauche die Wege nochmal zurück. Dankeschön. Das wird nochmal kurz korrigiert. So, dass wir ein bisschen flacher rüberkommen. Nämlich so. Jawohl. Escape. Und ja, wesentlich besser. Und hier passt auch noch ein Zug unten durch, würde ich behaupten. Gut, dann hätten wir es tatsächlich soweit geschafft. Dann würde ich sagen, ja, in der nächsten Folge werden wir dann Channel 5 Gaming mal ausprobieren. Bin gespannt, wie sich das so anfühlt. Es sieht, ja, doch eher spektakulär aus hier mit rauf und runter. Ist wohl auch so was Ähnliches wie die andere Bahn, die wir hatten, wo man erst Anlauf holt und je nachdem wieder rückwärts dann auch noch runterdüst. Na, mal schauen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.